9 Monate nach der Geburt ihrer Tochter glaubt Laura Schlotz wieder schwanger zu sein und hat in der Kölner Gemeinschaftspraxis einen Termin bei der Gynäkologin gemacht. Ehemann Kai begleitet sie, doch die 34-Jährige wirkt etwas durch den Wind. Was haben Sie? Ich habe mich nur gerade am Tisch gestoßen, manchmal ein bisschen schusselig. Passiert aber in letzter Zeit ziemlich oft, wenn ich das so mal sagen. Ja, aber durch den Schlafmangel, ich meine, kann sowas ja auch schon mal vorkommen. Oder die Hormone, ne? Bleib nicht aus, sowohl als auch, ne? Bis sich das wieder einpendelt, das dauert einige Monate. Weshalb sind Sie denn heute hier, Frau Schlotz? Ja, also ich, die Kleine ist ja nun mal jetzt 9 Monate alt und ich stille ja überhaupt nicht. Und am Anfang hatte ich mehrmals meine Periode und jetzt seit 8 Wochen wieder überhaupt nicht. Und ich habe zu Hause schon einen Schwangerschaftstest gemacht. Der ist wohl negativ, aber ich möchte jetzt einfach mal abklären lassen hier, ob ich jetzt schwanger bin oder nicht. Frau Schlotz war heute das zweite Mal bei mir in der Sprechstunde. Ihre Tochter wurde per Kaiserschnitt entbunden und danach ging es ihr auch eigentlich soweit gut und es gab keine Probleme. Nur heute gefiel sie mir gar nicht. Sie haben ja gerade draußen auch nochmal Urin abgegeben. Wir machen in jedem Fall nochmal einen aktuellen Test heute. Okay. Und ich untersuche sie jetzt mal. Dr. Franziska Schumann ist aufgefallen, dass ihre Patientin sehr blass ist und extrem unruhig wirkt. Gleichzeitig weiß die Ärztin, dass sich das Paar noch weitere Kinder wünscht. Umso überraschender ist Lauras Reaktion. Wird die Gebärmutter eingestellt? Das sieht sehr gut aus. Was heißt das? Nein, man kann kein Anzeichen einer Schwangerschaft. Sie ist nicht schwanger? Nein, hier ist die Gebärmutter. Die Schleimhaut ist ganz dünn, nur aufgebaut. Die wäre auch viel dicker und man würde auch die Fruchthöhle sehen. Also hier haben wir keinen. Ich mache noch mal die andere Position. Das gibt's ja gar nicht. Das gibt's doch nicht. Herr Schlotz war sehr enttäuscht, als ich den beiden mitteilte, dass Frau Schlotz nicht schwanger ist. Sie hingegen war sichtlich erleichtert. Diese unterschiedlichen Reaktionen fand ich schon ein bisschen merkwürdig, zumal sich beide eine große Familie gewünscht hatten. Und wir wollten doch direkt nach der Geburt auch da weitermachen. Herr Schlotz, jetzt ist doch noch so viel Zeit. Ja, aber sie wirkt jetzt nicht gerade traurig. Ja, sie ist auch gerade irgendwie gar nicht gut. Mir irgendwie gefallen Sie mir auch überhaupt nicht, Frau Schlotz. Ist Ihnen schlecht? Mir ist irgendwie ganz schummerig und ich fühle mich so zitterig. Wenn wir Sie mal hinlegen, besser. Warten Sie mal kurz. Warten Sie kurz, ne, mit dem Umziehen. Nicht, dass Sie mir hier umkippen. Mir geht's irgendwie gar nicht gut. Nee, wir müssen auch gleich unbedingt Blutdruck messen und eine Blutabnahme. Nehmen Sie noch mal Platz. Das gefällt mir so nicht. Also, es ist ja irgendwas nicht ganz in Ordnung. Das Einzige, was ich halt hatte, war, dass ich in der Schwangerschaft bei dem Diabetestest, das war immer grenzwertig, aber ansonsten. Sie meinen grenzwertig, dass Sie so einen leichten beginnenden Schwangerschaftsdiabetes hatten? Es hielt sich die ganze Zeit in der Schwangerschaft. Ich musste nicht behandelt werden. Aber es musste halt permanent kontrolliert werden. Mhm. Ja. Die Ärztin hat den beunruhigenden Verdacht, dass bei Patientin Laura als Spätfolge einer Schwangerschaftsdiabetes eine Zuckerkrankheit vorliegen könnte und leitet direkt weitere Untersuchungen ein. Frau Schlotz, also wie besprochen, wir machen das jetzt direkt. Die Blutabnahme, Blutdruckmessung, Zuckermessen. Und ich möchte auch, dass sie sich hier jetzt bei uns da, wir haben da auch so einen Bereich, wo sie sich auch ausruhen kann, dass sie sich ein bisschen hinlegt, bisschen was trinkt. Okay. Vielleicht fahren Sie mit der Kleinen so lang spazieren. Okay. Und ich sehe sie dann gleich noch mal. Dass bei der frisch gebackenen Mutter im weiteren Verlauf noch ganz andere Probleme auftreten werden, ahnt in diesem Moment noch niemand. Während sich Laura noch erholt, nimmt Familie Hammer ihren Termin bei Psychotherapeutin Sabine Decker wahr. Ben und Julia machen sich große Sorgen um ihre 17-jährige Tochter Mara, die von einer fixen Idee besessen ist. Die Emotionen schaukeln sich immer weiter hoch. Mara, das kann doch alles nicht dein Ernst sein. Schule abbrechen, Weltreise. Mann, Papa, das ist mein Leben. Ich bin in ein paar Monaten 18, na und? Ja, trotzdem. Ich meine, du hast doch noch nichts erreicht im Leben. Du musst doch jetzt erstmal irgendwie dein Abi fertig machen und. Ja. Und ich meine, wir machen uns ja auch Sorgen um dich. Sorgen? Ja, natürlich. Warum denn Sorgen? Ich bin 18 dann. Ich kann machen, was ich will. Ja, meinst du, das hört damit auf, wenn du 18 bist, dass wir uns dann keine Sorgen machen? Ja, aber dann bin ich erwachsen. Trotzdem machen wir uns Sorgen. Ich würde Sie bitten, Herr Hammer, dass Sie vielleicht noch mal Platz nehmen. Weil diese Anschreierei kennen Sie ja wahrscheinlich von zu Hause. Ja. Ne? Und ich nehme mal an, dass Ihre Frau ja hier den Termin gemacht hat,
weil sie sehr belastet ist von der Situation. Sie haben um das Gespräch gebeten. Aha, okay. Die 17-jährige Mara hat für sich den Entschluss gefasst, auf Weltreise zu gehen und deswegen die Schule abzubrechen. Das heißt, nicht das Fachabitur zu machen, was eigentlich der Plan war. Und die Eltern sind nachvollziehbarerweise damit nicht einverstanden. Können Sie die Beweggründe Ihrer Tochter nachvollziehen? Was, hat sie Schwierigkeiten in der Schule? Oder was, nein, natürlich nicht. Es geht jetzt auch nicht darum, dass sie ihre Schulleistungen schlecht sind. Mhm. Sondern dass sie ihre komplette Zukunft wegwirft. Mhm. Und jetzt zu diesem Zeitpunkt, das versteht doch keiner. Ich meine, Frau Decker, sie muss doch irgendwie, was möchte sie danach machen, wenn sie von ihrer Weltreise zurückkommt? Vor allem, ich weiß noch gar nicht, wie möchtest du die überhaupt finanzieren? Boah, das kann dir doch egal sein. Ich bin dann 18, Papa, 18. Nein, Mara, es ist mir nicht egal. Ja, doch. Die Seite des Vaters war natürlich total nachvollziehbar. Natürlich, kein Vater ist damit einverstanden, wenn seine Tochter die Schule abbrechen will, um auf Weltreise zu gehen, wenn noch nicht mal die Finanzierung dieser Reise gesichert ist. Von Maras Seite aus fand ich das eigentlich auch für 17 Jahre alles ziemlich unüberlegt. Und ich wollte unbedingt der Sache auf den Grund gehen, was da eigentlich hintersteckt. Aber dann ging die Sitzung doch in eine ganz andere Richtung, weil es der Mutter plötzlich sehr schlecht ging. Oh Gott, das ist zu viel. Ich kann nicht mehr. Ich habe so Kopfschmerzen, Leute. Ihnen geht's nicht gut? Nein, überhaupt nicht. Wieder so schlimm, Schatz? Ja, es ist eine Katastrophe. Kennen Sie das, dass Sie so Kopfschmerzen bekommen? Ich glaube, ich muss mich mal hinlegen oder so. Ich habe das Gefühl. Echt so schlimm? Oh, Mama? Ja. Okay. Die Mutter litt plötzlich unter so massiven Kopfschmerzen und auch im Ganzen war die im ganz schlechten Zustand, war wie so ein Schwächeanfall, dass ich mir echt Sorgen gemacht habe. Und ich fand es dann wirklich wichtiger, die erstmal an allgemeinmedizinischen Kollegen zu übergeben und die Sitzung hier zu vertagen, wenn es der Mutter besser geht. Zumal Julias rasende Kopfschmerzen auch auf eine schwerwiegende Erkrankung hindeuten könnten. Bevor Dr. Skopin die 37-Jährige eingehend untersucht, hat der Allgemeinmediziner aber noch ein paar Fragen mit seiner Patientin zu klären. Gibt es irgendein Trauma? Hat Ihnen irgendjemand auf den Kopf gehauen, hätte ich bald gesagt? Oder sind Sie durch die Wand gelaufen? Oder? Ich hatte vor kurzem, irgendwie so vor anderthalb, zwei Wochen, hatte ich einen Fahrradunfall, beziehungsweise bin vom Fahrrad gestürzt und hatte aber dummerweise meinen Helm nicht auf. Der Zeitraum zwischen dem Trauma, also zwischen dem Fahrradunfall und den jetzigen Beschwerden, der gab einem schon zu denken. Aber es gibt in diesem speziellen Fall so, dass bei einem Trauma ein Gefäß im Gehirn so teilverletzt ist. Das geht dann noch so ein paar Tage gut und dann kann es zu einer Blutung mit einem Zeitverschub kommen. Mit anderen Worten, ich muss unbedingt jetzt ein bildgebendes Verfahren haben, ein MRT, CT, je nachdem, was wir hinkriegen. Das ist in diesem Fall Entscheidung vom Radiologen. Ich versuche jetzt sofort mal, ein guter Freund von mir ist Radiologe, den versuche ich anzurufen. Ich habe da so ein bisschen seine versteckte Nummer sozusagen. Ja, super. Das müssen wir nämlich auf dem schnellen Weg hinkriegen. Ja? Bei der Abklärung der Kopfschmerzen war ich einerseits auf der Schiene, über eine radiologische Diagnostik die schlimmsten anzunehmenden Beschwerden auszuschließen. Aber ich musste ja noch ein bisschen weiterdenken, dass diese Kopfschmerzen, die bei der Patientin ja schon länger bestanden, ob da eine andere Ursache dahinter steckt. Und da hilft häufig so ein Schmerztagebuch, dass die Patienten eintragen, zu welchem Zeitpunkt und zu welchen vielleicht körperlichen Bedingungen sie diese Schmerzen empfinden. Daraus kann man eine Menge ablesen. Meine Mitarbeiter werden draußen noch einmal eine Blutentnahme, das gehört auch dazu. Die kriegen dann einen Überweisungszettel für die Radiologie. Ja. Ja. Der Ärger um die Reisepläne von Tochter Mara stehen vorerst hinten an. Denn die Familie muss nun notgedrungen erst mal abwarten, wie kritisch es um Mama Julia steht. Die radiologische Untersuchung wird hoffentlich Gewissheit bringen. Der 34-jährigen Laura geht es nach ihrem Schwächeanfall inzwischen wieder besser. Ehemann Kai fürchtet jedoch, dass seine Frau nicht nur unter körperlichen, sondern auch seelischen Beschwerden leidet. Frau Doktor, ich mache mir wirklich langsam extreme Sorgen. Meine Frau ist in letzter Zeit echt abwesend. Ich weiß nicht, Frau Schlotz? Wie ist... Ich habe einfach das Gefühl, dass sie das mittlerweile bereut, Mama geworden zu sein.
Also das würde ich nicht sagen. Ich wollte auch gerade kurz erklärend ergänzen mit den Hormonen. Das ist wirklich, das ist nicht nur die, wo alles durcheinander kommt, wenn man schwanger ist, sondern auch durch die Geburt, durch die ganze Umstellung. Da sinken manche Hormone, manche steigen wieder. Der weibliche Körper muss sich wieder komplett umstellen. Und ich vermute fast, dass sie noch in dieser Phase auch ist, dass das mit dazu beiträgt, will ich sagen, ne? Dass da irgendwas nicht ganz stimmt. Ich möchte da noch einiges abklären. Wie ist das denn mit dem Sexleben bei Ihnen, sage ich mal, und den Zwischenmenschlichen? Frau Doktor, wir können ja ganz offen und ehrlich miteinander sprechen, aber Sex ist auf den absoluten Nullpunkt. Wir hatten bislang einmal Sex nach der Geburt. Und das war's. Ich hab halt eben im Moment... Mir kommt das echt so vor, langsam, da Laura. Da steht mir der Kopf einfach nicht nach. Ich schlaf wenig und... Es kann bis zu einem Jahr dauern, bis sich der Körper der Frau nach der Entbindung wieder einspielt. Die ganzen Hormone müssen sich regulieren und die Symptome können sehr gut noch daran liegen, dass sie erst vor 9 Monaten entbunden hat. Nichtsdestotrotz möchte ich halt noch ein paar Untersuchungen veranlassen, dass wir wirklich alles abklären. Die Gynäkologin führt ein paar neurologische Tests mit ihrer Patientin durch. Zunächst meistert Laura die Übungen noch ohne Probleme. Okay, und jetzt einmal mit geschlossenen Augen. Jetzt mit geschlossenen Augen, bitte. Machen Sie einmal zurück. Oh ja, es wird schon. Ja, versuchen Sie noch 2 Schritte. Wir wollen nicht, dass Sie umfallen. Geht gar nicht, ne? Mit geschlossenen Augen. Okay, ich habe 2 neurologische Tests durchgeführt. Dabei fiel auf, dass sie sehr ungeschickt den Seiltänzergang durchführte und mit geschlossenen Augen stürzte sie fast. Ich hatte schon den Eindruck, dass Ihnen das auch sehr schwer gefallen ist. Und da würde ich gerne eine Untersuchung vom Kopf fahren lassen. Ich mache die Überweisung fertig, Frau Schlotz. Holen Sie die vorne ab. Da kriegen Sie auch die Adresse und die Telefonnummer vom Kollegen. Und dann machen Sie einen Termin. Okay. Super. Stand bei Laura zunächst die Spätfolge einer Schwangerschaftsdiabetes im Raum, vermutet die Ärztin nun, dass ihre Patientin ein neurologisches Problem haben könnte und der 34-Jährigen zudem etwas auf der Seele liegt. Nachdem die letzte Sitzung wegen Julias Kopfschmerzen abgebrochen werden musste, trifft Sabine Decker heute erneut Familie Hammer. Noch immer ist unklar, warum Tochter Maras Wunsch, die Welt zu bereisen, so groß ist, dass sie dafür ihre Zukunft aufs Spiel setzt. Ja, wie geht's Ihnen heute, Frau Hammer? Geht's besser? Definitiv besser als vor 2 Wochen auf jeden Fall. Die körperliche Situation von Frau Hammer hatte sich ja offenbar gebessert, so dass ich sehr gehofft habe, dass die Situation heute ein bisschen weniger laut und ein bisschen weniger konfrontativ wird. Ich würde gerne mal ein bisschen näher verstehen, worum es dir dabei geht bei der Weltreise. Und deswegen habe ich mir ein kleines Spiel überlegt oder eine kleine Aktion. Soll ich dir das mal zeigen? Ich hatte eine Weltkarte aufgehängt, mit der Idee, darüber mit Mara ins Gespräch zu kommen über ihre Weltreise, dass sie vielleicht wirklich mal ein bisschen ins Schwärmen kommt und die Eltern auch mal so ein Gefühl dafür bekommen, worum es Mara eigentlich geht. Was bei dieser Sache rauskommen sollte, damit habe ich allerdings überhaupt nicht gerechnet. Was ist denn da so genau der Plan? Wo willst du denn vor allen Dingen hin? Auf welche Länder freust du dich am meisten? Keine Ahnung. Ist das, zeigt er nach Italien? Ja. Okay. Gibt es denn auch Länder, wo du überlegt hast, dass du da auf gar keinen Fall hinfahren möchtest? Australien, da willst du nicht. Aber es gibt ja bestimmt auch irgendein Ziel, wo du sagst, also das muss, da muss ich auf jeden Fall, möchte ich auf jeden Fall, das muss drin sein in der Weltreise. Gibt es da irgendein Land, wo du dir überlegt hast, dass du unbedingt hin möchtest, was du gerne sehen möchtest? Das Einzige von dieser Weltreise, was Mara wirklich offenbar anzog und was sie wirklich interessierte, war offenbar England. Erstmal habe ich überhaupt nicht verstanden, warum muss man dafür eine Weltreise machen, wenn es einem eigentlich nur um England geht. Und als wir den Grund erfahren haben, haben wir, glaube ich, alle gestaunt. Du willst einfach nur nach England fahren, kann das sein? Interessiert dich das so sehr? Warum sagst du nicht den Eltern dann, du möchtest nach England reisen? Warum musst du das mit einer Weltreise? Mara, es ist doch irgendwas. Ja, ich habe halt jemanden kennengelernt. Und der kommt aus England. Aha. Und. Oh, Schatz, warum sagst du das? Ja, weil ihr es eh nie erlaubt hättet. Okay. Aber du kannst doch zu mir kommen. Ich bin doch deine Mutter. Warum kommst du denn nicht zu mir und sagst mir,
Ma, ich habe mich verliebt, ich möchte gerne, dann kann man doch... Aber Moment, wie hast du denn jemanden aus England überhaupt kennengelernt? Ja, das würde ich auch gerne wissen. Wo hast du den denn getroffen? Ja, getroffen haben wir uns halt jetzt nicht. Wir sind halt irgendwie im Internet aufeinander gestoßen. Ach du Heiland, was hast du? Oder du hast jemanden im Internet kennengelernt? Ja. Ein Jungen? Ja. Und jetzt willst du, ohne dass du den jemals getroffen hast, möchtest du alles hinschmeißen? Deine Schule, deine Zukunft und möchtest nach England reisen, um mit diesem Typen, den du im Internet kennengelernt hast, den du noch nie im echten Leben gesehen hast. Schatz. Jetzt kriege ich gerade Kopfschmerzen. Schatz, ganz ruhig. Mit 17 Jahren in Maras Alter sieht man die Welt noch mit anderen Augen. Die erste große Liebe. Natürlich gibt es im Augenblick überhaupt keine andere Vorstellung für sie, als mit diesem Mann zusammenzuleben und dafür auch alles über Bord zu werfen. Dass das nicht besonders vernünftig ist, das so anzugehen, da haben wir uns wirklich Mühe gegeben, sie davon zu überzeugen, dass es vielleicht auch andere Wege geben könnte. Auch Familie Schlotz hat heute wieder einen Termin in der Gemeinschaftspraxis. Die Gynäkologin hat nun neben der Blutanalyse auch die Befunde der Radiologie vorliegen und weiß jetzt, warum Laura zuletzt so unruhig wirkte. Ich habe die Ergebnisse alle vorliegen, die wollen wir heute besprechen. Und ich glaube, ich habe da jetzt auch die Ursache für die ganzen Symptome, die sie haben. Der Langzeitzucker ist an der unteren Norm. Das heißt, da hat sich alles beruhigt, ne, von ihrem Schwangerschafts- oder leichten Schwangerschaftsdiabetes. Okay. Müssen sich keine Sorgen machen. Ne? Okay, das ist prima, das haben wir ja gemacht. Aber wir haben ja ein MRT gemacht bei dem Kollegen. Da haben wir nämlich einen Befund. Das will ich Ihnen gleich mal genauer erklären. Es gibt praktisch einen Teil am Gehirn, das nennt sich Hirnanhangsdrüse, die Hypophyse. Haben Sie vielleicht schon mal gehört. Die ist auch verantwortlich oder mit vielen Hormonen in Verbindung zu bringen. Was wir jetzt hier sehen, ist, dass Sie total, die sehen, dass es schwarz ist hier, ne? Das ist die Hypophyse, dass da eine Minderdurchblutung ist, ne? Dass da also eine Irritation ist, das erklärt nämlich all die Symptome. Unter der Minderversorgung der Hypophyse versteht man das sogenannte Sheehan-Syndrom. Dieses kommt zustande bei einem starken Blutverlust in Kombination mit Presswehen bei der Geburt. Es ist eine klassische Erkrankung, die bei einem Geburtstrauma ausgelöst wird. Was? Boah, wenn ich mich recht erinnere, da kommen jetzt gerade die Gedanken wieder hoch. Die Schwangerschaft verlief echt schwierig. Meine Frau hatte lange Presswehen, enorm hohen Blutverlust. Und dann rasselte die Herztöne ab bei der Kleinen. Und dann wurde eine Vollnarkose gemacht. Und dann auch ein Notkaiserschnitt. Ne? Ja, ja, das war. Aber ja, es ist ja im Prinzip alles wieder gut. Also es war ein richtiges Geburtstrauma. Ne? Das war ja auch für ihre Frau sehr gefährlich. Aber genau das sind die Ursachen für diesen Ausfall der Hypophyse. Die Geburt war ganz schrecklich für mich. Ich hatte starke Presswehen und erst hat sich der Muttermund nicht geöffnet. Und dann sind die Herztöne komplett abgeschmiert. Also dann ging das auch alles ganz schnell. Ich kann da gar nicht mehr viel zu sagen. Ich habe einen Notkaiserschnitt bekommen, unheimlich viel Blut verloren. Und es war einfach ein ganz, ganz schreckliches Erlebnis für mich. Und deshalb wollte ich auch eigentlich nicht noch mal schwanger werden. Ich bin ja eigentlich für verantwortlich. Immerhin ist das Kind in meinem Bauch und ich habe es nicht auf die Reihe gekriegt. Ganz ehrlich, Schatz, du hast wie eine Löwin gekämpft. Sie können gar nichts dafür, Frau Schlotz. Ich bin so stolz auf dich und auf euch. Du hast das super gemeistert. Frau Schlotz. Super gemeistert. Ja, genau. Und wenn der Notkaiserschnitt nicht gewesen wäre, natürlich, ich hatte Blutverlust in Lohham und alles, wenn der Notkaiserschnitt nicht gewesen wäre, weiß Gott, was mit meiner Kleinen passiert. Ja. Das war ein Schicksalsschlag, aber du hast das super gemeistert. Diese dramatische Geburt hat das Ehepaar Schlotz doch sehr mitgenommen. Das habe ich im Gespräch gemerkt. Und ich glaube, meine Patientin braucht hier auch noch ein bisschen Unterstützung, um das Ganze zu verarbeiten. Es muss sich wieder normalisieren einfach, Frau Schlotz. Und dafür gibt es glücklicherweise wieder die angesprochenen Hormone. Da schreibe ich Ihnen Hormone auf, die Sie jetzt regelmäßig einnehmen. Und dann kommt das wieder, gibt sich das wieder. Dann kommt das wieder ins Normal. Das ist ein Geburtstrauma. Das ist auch nicht auf die leichte Schulter zu nehmen, sowas. Okay. Und da braucht man hin und wieder auch mal eine psychologische Begleitung. Wenn Sie da merken, das bedrückt Sie noch in die Träume oder am Tag auch, dann nehmen Sie, ne, scheuen Sie sich nicht. Nehmen Sie Kontakt auf. Wir haben eine nette Psychologin hier auch bei uns. Ne? Gut. Okay. Vielen Dank. Bitte. Ja, vielen Dank.
Die Hormontherapie hat bei Laura gut angeschlagen und der 34-Jährigen geht es heute wieder gut. Mit einem zweiten Kind will sich das Paar aber trotzdem noch etwas Zeit lassen. Bei Familie Hammer ist unterdessen die Diskussion noch in vollem Gange. Dass Tochter Mara alleine zu ihrer Internetliebe nach England reist, kommt für Papa Ben und Mama Julia nicht in Frage. Was hältst du von der Idee, dass er vielleicht erstmal hier hinkommt und dass man sich erstmal ohne Bildschirm und Kamera sieht, sondern von Angesicht zu Angesicht, dass er in den Ferien hier hinkommt? Dass er vielleicht mal ein paar Wochen hier bleibt und ihr euch erstmal näher kennenlernt. Also das wäre ein tolles Angebot. Ich habe echt auch Bauchschmerzen, dich jetzt einfach nach England zu schicken. Ich möchte nicht, dass meine Tochter einfach beim ersten Verliebtsein hier alles abbricht, Schule hinwirft und nach England auswandert. Deswegen müssen wir als Eltern gucken, was können wir ihr alternativ anbieten. Und von dem her hoffe ich, dass wir einfach die beste Lösung für unsere Tochter und für uns als Familie finden. Manchmal zeigen sich ja auch manche Seiten von jemandem, den man vielleicht jetzt natürlich von seiner besten Seite kennengelernt hat. Der präsentiert sich dann natürlich auch ganz anders, wenn du den mal persönlich kennenlernst. Manche Seiten, die lernt man dann erst so nach und nach kennen. Und dann ist es vielleicht ganz gut, wenn man dann noch mal so eine kleine Bedenkzeit hat und sagt, okay, ich guck mal, ob das wirklich das Richtige ist. Ich weiß, das klingt jetzt total langweilig und sehr vernünftig, aber ich glaube, es ist trotzdem das Beste. Und ja. Wäre das okay? Ja? Also, ich glaube, jetzt gucken wir erstmal, dass wir rausfinden, was bei Ihnen gesundheitlich, wie es da weitergeht. Und hier sind wir doch jetzt auch schon einen Riesenschritt weiter, dass Sie wissen, wie Sie da gemeinsam überlegen können, wie das bewerkstelligt wird. Nachdem die radiologische Untersuchung ohne Befund war, steht für Maras Mutter Julia 4 Wochen später ein erneuter Termin mit Dr. Skupin an. Die 37-Jährige hat fleißig ihr Schmerztagebuch geführt und hofft, dass sich nun endlich auch das Rätsel um ihre Kopfschmerzen löst. Sie haben ein besonderes Schmerzempfinden, dieses Kopfschmerzen, dieses einseitige Kopfschmerzen, ist ja so typisch Migräne-Geschichte. So rundherum um den Zeitraum der Periode, ne, wenn Sie menstruieren. Das heißt, es hat natürlich dann auch zur Folge, da muss ich dringend darum bitten, die Pille wegzulassen, ne? Sonst werden Sie das nicht so richtig los. In den meisten Fällen ist durch die Maßnahme des Weglassens der Pille die Kopfschmerzen weitgehend weg. Völlig ohne Kopfschmerzen kann ich nicht versprechen. Es kann natürlich auch andere Triggersituationen noch zu diesen Migräneschmerz kommen, aber sie wird deutlich weniger Schmerzen haben. Und für diese vielleicht seltenen Anfälle, da kann sie dann auch ein Schmerzmittel nehmen. Okay, dann sind wir heute durch. Vielen herzlichen Dank. Ich wünsche alles Gute. Dankeschön. Und Sie wissen, wenn es überhaupt nicht besser wird, wo Sie uns finden. Dann komme ich wieder. Okay. Ganz danke, lieben danke. Dank, Herr Doktor. Vielen Dank. Seit dem Absetzen der Antibabypille litt Julia nicht mehr unter Migräneattacken. Tochter Mara will nun doch ihr Fachabitur machen und freut sich darauf, dass sie demnächst Besuch aus England bekommt.